Berlinale 1960. 36 Nationen schickten ihre besten Filme nach Berlin. Der meistdiskutierte Film war Wolfgang Staudtes Kirmes. Wie eine Handgranate flog Wolfgang Staudtes zeitkritisches Opus Kirmes ins Festspielprogramm. Nachdem es an der Leinwand explodiert war, spürte man die Druckwellen noch Stunden später am Kurfürstendamm. Kirmes, Zündstoff auf der Leinwand, sagen die einen. Kirmes, ein Höhepunkt der Berlinale, sagen andere. Kirmes, fesselnd wie ein Reißer. Kirmes, eine Enttäuschung. Kirmes, ein Erfolg. Diskussionen um einen ungewöhnlichen Film. Kirmes, ein filmisches Meisterwerk. Zündstoff auf der Leinwand ist auch Juliette Méniel. Für ihre Leistung in Kirmes erhielt sie in Berlin den Silbernen Bären. Weißt du nicht, wenn es nach mir ginge, würde mich kein Aas von dir her mehr wegbringen. Ja, aber es geht nicht nach dir und nicht nach mir. Wenn das rauskommt, Annette, dass du einfach hier geblieben bist. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Ich habe Angst, Madame. Halt! Stehen bleiben oder ich schieße! Ich weiß vom nicht. Vom nicht. Was sagen wir nur? Nichts. Wenn Sie kommen. Wir leugnen alles. Wir haben ihn nicht gesehen. Vielleicht sagt der Pfarrer nichts. So viel Kraft kann selbst Gott ihm nicht geben, fürchte ich. Ich weiß nicht, wer sich hier verborgen hielt. Ich wusste überhaupt nicht, dass sich hier jemand verborgen hielt. Und wer hat den Kerl gefüttert? Wem gehört die Decke da hinten? Von wem stand das Essgeschirr hier? Packen Sie schon aus, Mann! Junge! Mutter, vergiss alles, du hast nichts gesehen. Geträumt hast du, du hast alles nur geträumt. Versprich mir das, Mutter, kein Wort. Auch nicht dem Vater, wir machen uns fertig, die bringen dich um, alle. Frau Mertens, es ist besser für Sie und für uns alle. Sie bewahren das Bildnis Ihres Jungen im Herzen und lassen die schreckliche Vergangenheit ruhen. Sie ruht aber nicht. Sie können mich nicht wegjagen. Von hier können Sie mich doch nicht wegjagen. Wo soll ich denn hin? Die hängen mich doch auf. Im Namen Gottes, Robert, du hast kein Recht, uns alle in Gefahr zu bringen. Aber für dich, Mertens, für dich ist es nicht egal, ob im Dorf erzählt wird, dass dein Sohn ein Vaterlandsverräter war. Heute nicht mehr. Seine Eltern und Geschwister, mich und alle anderen Galgen zu bringen, dieser Held. Ja, Gott, du hast ja recht. Aber was sollen wir denn machen? Ihn davonjagen wie einen räudigen Hund? Oder erschlagen, oder was? Ich habe nur noch diesen Jungen. Ich habe nur noch diesen einen. Hab doch Mitleid mit ihm. Er taugt einfach nicht für den Krieg. Aber dazu taugt er. Anzeigen hättet ihr müssen. Na ja, Verachtung. Oder ist es etwa nicht verachtenswert, sein Vaterland im Stich zu lassen in der Not? Und dann siehst du das Blut. Und die Fetzen von Frauen und Kindern und... Du... Diese verrückten Zeiten sind vorbei. Wir haben jetzt wieder ein Heer. Wir haben wieder... Begriffe von Ehre, Glaube, Treue. Frau Mertens, und noch eines. Gesetzt den Fall, es ist wirklich Ihr Sohn. Warum denn die alten Geschichten aufwärmen? Wir wollen froh sein, dass alles vorbei ist. Jawohl. Vorbei und vergessen. Kirmes, ein ungewöhnlicher Film. Kirmes.